Es gibt zwei Gründe, warum die Banken derzeit absolute Rekordgewinne schreiben. 2022 haben wir das schon gesehen in den Bilanzen und 2023 wird überhaupt ein Jahr, wo die Gewinne so unvorstellbar groß werden, dass man sich schon fast gar nicht mehr vorstellen kann. Der eine Grund, warum das passiert ist, weil sie tatsächlich eine staatliche Subvention der Europäischen Zentralbank bekommen. Die betrug in den letzten Monaten 1,6 Milliarden Euro. Weil sie nämlich billiges Geld von den Sparern nehmen und das einfach völlig risikolos bei der Europäischen Zentralbank veranlagen können und die Zinsspanne für sich selbst kassieren. Und der andere Grund ist die konkrete Zinspolitik der Banken, dass sie eben, wie wir auch schon im Beitrag gesehen haben, bei den Sparern gibt es weiterhin mickrige Niedrigzinsen und bei den Kreditnehmern mit variablen Zinsen, da steigen tatsächlich die Zinssätze kräftig an.